Hey und hallo zu Sims 4, der Legacy Challenge mit Akiko, Jonah, Alan, Anthony, Misha, Kevin und Melinda. Und ja gut, es ist ja abends, Akiko ist gerade von der Arbeit gekommen. Das heißt, wir werden unseren Abend noch verbringen und am morgigen Tag werden wir natürlich nicht arbeiten gehen. Denn gut, Jonah hat ja auch Geburtstag, ne? Also er hat aber einen Tag später Geburtstag. Denn morgen hat Melinda Geburtstag. Sie steht zwar heute mit 0 Tagen dran, aber sie hat hier das Glänzchen noch nicht oder so. Also ich habe da noch keine Angst, dass es irgendwie zu viel ist oder so. So, das heißt also, für heute können die Jungs schon mal die Hausaufgaben erledigen. Und ja, dann wird es schon mal erledigt, sag ich mal. Ist ein bisschen doppelt gemoppelt, ja. Okay, dann brauchen die nämlich morgen nicht. Wieso ist ihr beschämt? Nein, du brauchst nicht in dein Bett gehen. Du machst jetzt deine Hausaufgaben und dann hast du das auch im Griff. Und er ist irgendwie ein bisschen sauer. Ich weiß auch nicht warum. So, dann haben wir hier noch Kevin und der kann auch seine Hausaufgaben machen. Und gut, den müsste ich auch mal rufdrücken. Und Melinda macht auch Hausaufgaben. Und damit hätten wir ja schon einen erledigt. So. Okay, irgendwie laufen alle hier rum und ich weiß gar nicht, ob sie wirklich Hausaufgaben machen. Wir werden es ja gleich sehen. So, wie sieht's denn bei den Erwachsenen aus, Jonah? Irgendwo klingelt hier ein Telefon und ich hab's schon wieder verpasst. Susu. Jonah, was will ich damit? Nichts will ich damit. Jonah geht's blind. Er erzählt Witze und weiß ich nicht, ob es so angebracht ist, wenn die Jungs hier ihre Hausaufgaben erledigen. Aber in den Jarten kickt Jonah mal? Naja, sieht gut aus. Und hier draußen gibt es auch nichts zu tun und das ist ja hier wohl. Ah, mach mal Stopp hier, die rennt so schnell. Das ist doch bestimmt eine von. Ja, Melanie Meyer. Okay, du darfst weiter rennen und nächstes Mal holst du deine Haare ab. Was ist hier los? Dich lass mal vor der Tür stehen. Wie gesagt, Tia kommt später noch dran. Heute noch nicht. So. Ja, eigentlich wäre das doch eine Idee, auch die Gruppe einzuladen, aber die Gruppe, die laden wir dann morgen ein, wenn die Geburtstagsfeier ist und so. Akiko, da du hier auch genauso fit wie alle anderen bist, kannst du auch ein bisschen, was machst du hier, abwaschen. Okay, dadurch lasse ich sie, oder dafür lasse ich sie wenigstens nochmal hier aufs Laufband hüpfen. Für ein energiegeladenes Training. Okay, da ist sie nämlich auch versorgt und sie hat zumindest mal ihr geschafft. Oder ihr Tagespensum da zumindest reingekriegt kriegt und braucht sie zwar nicht und dann schauen wir mal. So, sie ist ja immer noch Level 8 und hat hier noch was mit diesem maximalen körperlichen Potenzial. Das würde ich ja auch gerne mal wissen. Trainiere weiter regelmäßig, um maximale Muskelmasse zu erreichen. 1500 Punkte. Toll. Das ist ja wirklich toll. Ja, Level 8, da haben wir noch ein bisschen zu tun, wie es aussieht. Und das scheint ja auch noch ein bisschen hin zu sein. Wie das so erledigt ist. Was machen denn die Jungs? Hausaufgaben. Klappt sogar. Zuerst das nicht. Hier ist Kevin sitzt hier und Melinda. Und die lernt auch ein bisschen und das finde ich auch richtig gut. Und die anderen beiden sitzen hier. Irgendwie machen sie alle zusammen. Jonah ist am PC. Ich gucke mal eben nach, ob der überhaupt am PC darf. Ja, der hat noch 2 Verabredungen zu erledigen. Also eine Verabredung haben wir ja schon gehabt. Ihm ist nicht vorgegeben, mit wem er die Verabredung haben muss. Und ein bisschen müde ist er auch schon. Er geht ja echt schon ins Bett. Ja, guck mal, 21 Uhr. Dann ist der Moment erster wach, dann kann er ein bisschen Geburtstag vorbereiten. Apropos Geburtstag vorbereiten, das ist ja, jetzt bin ich zu weit. Ich wollte mal in den Kühlschrank gucken. Denn irgendwie, jetzt haben wir die Torte so lange hier vor uns hergeschoben, dass sie noch da ist. Wie lange hält denn die noch? 12 Tage, bis sie verdorben ist. Okay, und Kerzen sind auch drauf. So, das ist ja noch ein bisschen hin. So, Geld haben wir genug, müssen uns hier also um sowas erstmal nicht kümmern. Na, Akiko? Schon fertig? Sie muss mal und Hunger hat sie auch schon langsam. Was? Kevin hat Merkmale von Ellen kennengelernt. Okay, gut. Und Ellen geht hier kurz lang nicht auf die Toilette und da kann Akiko hier wenigstens gehen. Und für mal kicken, was
Ach so, wir haben ja gar kein Essen. Zack, in der Zwischenzeit, das, ja, die schafft das nicht. Ich dachte, der kann wenigstens speziell, kann wenigstens irgendwie ein Essen kochen oder so, damit die Mama dann was zu essen hat. So, Bratfisch benötigt beliebiger Fisch. Wir können kein Bratfisch machen. Okay, dann essen wir einen Taco-Auflauf, denn schon wieder den Fisch wollte ich jetzt eigentlich ja nicht machen. Mach mal eine Partygröße. So, Akiko, wie weit bist du? Du hast Hunger. Basilikum. Ich habe erfahren, dass heute Abend Geisternacht der Bar ist. Hast du Lust mitzukommen? Im Schlangennest. Du weißt ja, was wir am Morgen Geburtstagsfeier und da werde ich wohl. Und jetzt gerade fange ich an, müde zu werden und hungrig. Und das lassen wir heute mal sein. Anna Marianne, Basilikum, du darfst du morgen auch kommen. So, die kommt morgen auf alle Fälle und ja, Gott sei Dank haben wir das Popcorn. Denn er hat noch nicht mal angefangen hier mit seinem mit Essen kochen oder sowas. Das ist natürlich auch ein Ding, ne? Ah, weil die auch so ewig Hausaufgaben machen. Gut, was ist denn jetzt mit Melinda, wollte ich sagen. Melinda schläft. Joa, die lasse ich jetzt auch schlafen. Dann ist die nämlich morgen fit. Kicken noch mal kurz. Okay, nicht, dass sie aus dem Bett aufspringt und ihr Geburtstag hat. Wäre doch ein bisschen ungünstig. Okay, sie schläft jedenfalls und dann können wir mal gucken, wie Akiko ist. Ihr könnt euch doch dazu den Fernseher anmachen. Was hältst du denn davon? Kick mal ein bisschen Comedy-Kanal. So, aktuellen Kanal. Und wer sitzt da noch? Ja, warum? So, er kann auch aktuellen Kanal gucken und dann haben die vielleicht noch ein bisschen Spaß. Wobei er hier auch, wenn er fertig ist, übelst viel Gelbes schon hat. Aufs Klo gehen kann. Und gegen Spaß machen wir schon was. Na, was alle, wenn die jetzt alle immer nur Popcorn essen, ist natürlich auch doof. Die sollen ja auch richtig Essen essen. Kann mich ja nicht vom Popcorn ernähren, Tag für Tag. Klo, wir gehen was. So, aber Akiko macht das so und die hat jedenfalls Popcorn gegessen und die ist überhaupt nicht müde oder so. Also läufst du nochmal hier bandlang trainieren, bis an die Grenzen laufen und Schweiß bis an die Grenzen gehen. Hurra! So, und das, ja, genau, und das ist nämlich hier, kicken wir gleich mal Fitness, immer noch Level 8, immer noch Hälfte. Das ist doch bloß ein Millimeter gerutscht, das kann doch ja nie wahr sein. Ah, gibt's denn da einen Trank oder gibt's in den Wunschbrunnen, dass man sich sowas schon wünschen kann? Ich glaube nämlich nicht. So, dafür steht er hier und kocht eifrig. So, dann mach mal, dein Bruder will auch was essen. Das sieht ja gut aus, das ist schon fertig. Dann kicken wir gleich mal, wie dein Hunger ist. Okay, du bist nämlich. Dann machen wir das jetzt anders. Aktuellen Kanal gucken und du nimmst dir dann natürlich ein Gericht. Jetzt schleibt sie sich Jona zu dem Zimmer. Jetzt sitzen sie alle in dem Zimmer. Du guckst falsch rum. Zumindest wenn man in Richtung Fernsehen guckt. Ich finde schon mal cool, dass sie sich nicht alleine irgendwo hinsetzt. So, ihr geht aufs Klo, macht sich Bett fertig, dann sitzen die alle hier rum und stören ihn. Wie weit ist er denn mit Essen hier? Gut, das kann nur dauern. Akiko? Das kann auch noch richtig dauern. Wir können die auch schon mal schneller essen lassen. Jetzt kommt Jonah. Wie geht's Jonah? Jonah ist ausgeschlafen. Er ist der Nächste, der Hunger hat und so. Also irgendwie ist hier immer Leben in der Bude, ne? Es sind auch viel zu viele Leute, als dass sie auf immer schlafen könnten. Akiko ist auch schon feuerrot und wir dürfen noch nicht verpassen, dann irgendwie mit ihr noch anzurufen, dann, dass sie Urlaub nimmt. Na, alle eigentlich. Urlaubstag nehmen.
Jutta hat Bock keinen Urlaub und bei Ellen. Ellen nimmt Urlaub und Anthony müssen wir bis morgen früh aufpassen, dass sie auch so sein krank melden. Urlaubstag nehmen und die anderen machen das dann auch mal. Urlaubstag nehmen. Jetzt fehlt noch Kevin. Er nimmt auch einen Tag Urlaub. Zack, und Melinda muss leider auch einen Tag Urlaub nehmen, denn sie kriegt keinen freien Tag an ihrem. Ach Gott, sie steht dann noch auf. Okay, dann stehst du einfach auf und dann legst du dich wieder hin. Obwohl sie ist auch völlig ausgeschlafen und wird nicht lange. So, Melinda hat einen Tag Urlaub genommen, genieße den freien Tag. Okay. Gut, sie schläft und wir kicken mal, ob sie noch irgendwie schnelle Mahlzeit. Hier ist ja noch ein bisschen was drin, wollte ich sagen. So, ein Gericht nehmen. Und jetzt muss ich mal direkt mal kicken. Jonah, der ist nämlich schon munter. Wo ist er? Da hinten ist Jonah, der geht wenigstens mal auf Klo. Und dann, wie weit ist er eigentlich mit Kochen? Irgendjemand muss jetzt was zu essen kochen, ja, sonst haben wir nämlich echt ein Problem. Kochen, Level 2. Na gut, dann was denn was Einfaches. Ist doch egal. So, Jonah kocht. Heute muss der Papa mal ran hier. Fischtacos gibt's heute. Ganz lecker. Zack. So, ich hoffe, dass dann bald alle anderen irgendwie mal aufgestanden sind. Ansonsten ist nämlich blöd. Dann würde ich nämlich die Versammlung eröffnen und da sind schon mal Gäste da, wo das wir Gäste einladen, oder? Naja, gut, ich würde trotzdem mal die hier, wo ist das Feuer anzetteln. Wo läufst du hin mit deinem Essen? Was ist das? Jetzt gehen die alle hier in das Zimmer ständig, stets und ständig. Er tanzt, sie sitzt, hier steht alles voller Teller. 1, 2, 3 sehe ich schon alleine. Sie amüsiert sich über ihren Bruder. Okay, wir lassen Akiko noch auspennen. Mal kicken, wie spät oder wann sie. Sieht man nicht. Gut, ausgeschlafen, das kann eine Weile dauern, ehe denn Akiko ausgeschlafen ist. Und wie weit bist denn du im Kochen? Laut Plan fertig. Dann gehst du hier draußen, nehme ich mal. Nee, ab hier. Jeden und gegen Käfer einsprühen musstet, oder? Okay. Was ist denn mit Melinda? Warum hopst sie da rum? Weil sie tierisch aufs Klo muss und wenn. So ein Quatsch, sie könnte einfach gehen. Einfach nur gehen. Aufs Klo. So, wo hast du denn jetzt dein Essen? Die Jungs trainieren von ganz alleine. So, erklär mir bitte jemand, wo er das Essen hingestellt hat. Oder hat er gar nicht gekocht? Das kann natürlich auch sein. So, öffnen. Hier ist natürlich nur zwei Sachen drin. Ich suche ja eigentlich das, was er kochen sollte. Puh. Da bin ich mir nämlich gar nicht sicher, ob er überhaupt irgendwas gekocht hat. So, da geht genau nach Kevin. Ist der irgendwie unterwegs? Nee, er schläft. Was hat den Jonah davon abgehalten? Und warum läuft Melinda immer noch auf Zehenspitzen hier rum? Du sollst deine Achter putzen. Melinda hat eigentlich gesagt, dass sie pinkeln gehen soll. So, was ist denn mit Akiko jetzt? Wacht die auch mal auf. Nö. Akigo muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Halt! Stopp! Hör auf mit Schlafen, ruf an. So, ich hoffe, dass die Jungs hier alle irgendwie angerufen haben, dass es bei allen geklappt hat, dass sie auch alle da sind. Kevin muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Kevin? Hast du nicht angerufen? In der Schule krank melden? Ich hab doch einen Urlaubstag. Oder bin ich jetzt nicht bei Kevin? Das ist er doch. Mischa. Kevin.
Hier ist Kevin. Ach so, der schläft unter. Gut, ganz toll, ganz großartig. Hat einen Tag Urlaub. Also bei Akiko hat es geklappt. Und dann hoffe ich ja, dass es bei den anderen, die aufgestanden sind, auch geklappt hat. So, okay, damit kann Akiko jetzt hier auch mal dann die Geburtstagsfeier anzetteln. Und wir kicken mal, das muss nämlich hier vorne sein, einladen. Aber ein Grundstück abzuhängen ist es bestimmt nicht. Und wir machen ein gesellschaftliches Ereignis. Ist ja klar. So, Geburtstagssim haben wir natürlich. Und das ist nämlich Melinda. Und Gäste haben wir ohne Ende. Ich dachte, Akiko ruft an. Wieso ist Akiko Gast? So, sie ist. Ich drücke trotzdem jetzt alle mal Blueberry als. Also, sie kann ja nicht. Sie muss ja in der Schule sein. Aber vielleicht kommt Amy und Basilikum kommen bestimmt. Und Clara Bjergsen, weiß ich nicht. Die kenne ich doch ja nicht. Da hole ich die einfach zum Geburtstag ran. Morgen Cyrus war auch schon mal da. Wir können natürlich auch die anderen Truppen hier. Was ist denn eigentlich hier mit unserer Gruppe? Terry kommt und wen haben wir denn noch hier? Dashi kann kommen. Und Kimotsukashi kennen wir zwar gar nicht. Ne, lassen wir sie auch nicht. Du musst sie auch nicht mit. Ach, guck mal, hier ist Tanja. Ich weiß ja nicht, ob Tanja mitkommt. Und Sophia darf auch mal mitkommen. Okay, und Nessie ist ohne eingeladen. Caterer. Sunshine ist Caterer und sie kann hier cateren. Einen Mixer braucht man natürlich auch. Fabio. Fabio. Und einen Entertainer brauchen wir nicht. Und dann kicken wir mal in Museum Park. Park, Park, Park. Die Abendsternresidenz. Wird ja wohl reichen. So. Und wir fangen gleich damit an, dass sie gleich mal hier pusten kann. Und wir kicken mal. Ja, gut, jetzt fühlt sie sich. Yippie! Und schon sind wir nämlich beim Geburtstag und dann gibt es auch gleich Geburtstagsgeschenke. Los! Torte raus! Mach mal das auf hier und dann stellen wir die hier vorne hin. Was ist denn mit dir? Warum fühlst du dich hier irgendwie doof oder was? Egal, du gehst jetzt erstmal duschen. Quatschen, pusten, nicht duschen. Erstmal gucken, ob sie überhaupt rankommt, weil letztens ist ja einer überhaupt nicht rangekommen, ne? Und dann bin ich ja mal richtig gespannt, wie sie so aussieht. Juhu! Wow! Melinda ist älter geworden. Ein Teenager sein, Liebesqualen, verschützte Sporthosen und hormonelle Veränderungen warten, steigt am besten in die Stiefel. Der Ritt beginnt hier. So, ein neues Bestreben soll man wählen und ich kann mich nicht mehr. Ach nee, ich hatte ja irgendwie dann nichts mehr genommen hier bei denen. So, jetzt würde ich mal sagen, sie ist für eine große glückliche Familie. Das hatten wir jetzt hier in der ganzen Legacy Challenge doch überhaupt nicht gehabt. Dazu passt, dass sie häuslich ist. Dazu passt, dass sie kreativ ist. Passt natürlich, naja, das kann man, kreativ kann man überall nehmen. Aber ich denke mal, da kicken wir uns mal was aus, was auch dazu wirklich passt. So, tanzwürdig. Kleptoman. So, liebt die Natur ist auch nicht so. Ich hoffe, dass hier irgendwas kommt, dann. Bisschen so mit Häusli in Sachen, so ordentlich könnte man zum Beispiel. Das würde ich nämlich auch sagen. Wir haben hier ordentlich, haben wir zum Beispiel hier. Ach so, ist hier hochgehopst. Das wollte ich nicht. Zimperlich böse, hitzköpfig, chaotisch, mag keine Kinder. Nee, das ist alles irgendwie nichts. Also, wie gesagt, sie wird jetzt eine große, glückliche Familie wollen. Und sie ist gleichzeitig ordentlich. Okay, das ist dann schon mal hier in dem Falle Melinda. Und jetzt ist gleich ran an die Geburtstagsgeschenke und da haben wir was ganz Besonderes. Denn Melinda kriegt ein neues Zimmer, was so viel heißt wie das andere wird verkloppt und verscheuert und
Nee, nicht der Teppich, sondern ich will gleich das ganze Zimmer verkaufen. Ich weiß ja nicht. Krieg das so hin? Krieg ich hin. So, dann müssen wir mal kicken. Okay, wir hatten ja letztens hier schon die Wände vorbereitet dafür. So, klapp so. Und ich weiß nicht, den Baum würde ich einfach woanders hinsetzen. Erstmal, ich habe Angst, dass es dir nicht passt. Dann steht der nämlich im... So. Das heißt, wir gehen jetzt in die Galerie und da ist es schon... Von Miss Deluxe Jessie ein Teenage Dream Zimmer, und was eigentlich so viel heißt, dass sie kriegt ein Traumzimmer. So, ein Geburtstagsgeschenk für Melinda ist dieses wunderbare Zimmer, Objekte entfernt und so weiter, das ist schon klar gewesen. Und gut, ich würde sagen, ja, wir gucken mal kurz, solange wir das Zimmer hier noch... Mach doch mal diesen Dings da weg hier. Okay. So, und die Gitter kriegen wir auch noch weg. Und sie hat hier sogar Musik drin. Und es ist so liebevoll eingerichtet. Das ist jedenfalls von Jessica erbaut. Und mein ausdrücklicher Wunsch gewesen, dass sie in diesem Zimmer wohnen darf, die Melinda. Irgendwie haben wir hier ein kleines Problem mit der Tür, aber gut, okay. Das ist ja nicht wirklich das Problem. Die Lampe mal hier rüber und dann, okay, ihr geht auch die Tür rein und schon kann die Lampe hier und schon haben wir das geregelt. So, ich verlinke euch auch nochmal Jessica und die ID aus der Galerie kann ich euch auch irgendwo hinschreiben und nämlich unten in die Videobeschreibung. Und ja gut, jetzt gehen wir mal wieder zurück und lassen sie mal erstmal reinkommen. Und dann wird sie natürlich, jetzt geht's gar nicht mehr, dann wird sie im nächsten Part natürlich, ich habe noch was vergessen. Gut, ein bisschen Wandfarbe noch und dann sollte alles schick sein. Zeig mal her hier. Hier drüben nämlich auch. Ja, sieht ganz in Ordnung aus. Und okay, dann gehen wir mal gucken, ob ihr das Zimmer gefällt. Allerdings stelle ich gerade fest, dass Melinda noch gar kein richtiges Fenster hat. Also zumindest hat sich hier ein Fenster, also wenn sie doch eins hatte, hat sich dann wenigstens schon mal verabschiedet. Und okay, das Zimmer ist gebaut und hier kommen die ersten Sims rein. Wer kommt hier rein? Terry ist da und ich wusste ja nicht, dass Terry schwarze Haare hat. Okay, alle kommen rein, außer Melinda. Gut, dann bin ich jetzt hier mal hier auf Melinda und lass sie mal hierher gehen. Basilikum ist auch dort und okay, wie gefällt's dir? Gut, aber irgendwie haben sie sich beim Bauen die Fenster verabschiedet und wer ist denn das hier? Mach mal Stopp, mein Freund. Wer bist denn du? Patrick Steffens. Hä? Was will der denn hier? Da haben wir gar nicht eingeladen. Völlig beknackt. Okay, gut. Ich werde erstmal aufräumen hier. Und damit würde ich sagen, ist es nämlich das gewesen. Schön, dass ihr da gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare und lasst es euch gut gehen. Tschüss.